Die russische App FindFace ermöglicht euch, Menschen aus dem realen Leben in sozialen Netzwerken wiederzufinden. Dass diese Funktion allerdings auch missbraucht werden kann, zeigt jetzt ein Fall, in dem Amateur-Pornodarsteller in ihrem echten Leben identifiziert worden sind und das soziale Umfeld angeschrieben worden ist. Mehr dazu in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und seit Februar 2016 gibt es eine neue App, die hat der russische Anbieter Antech Lab auf den Markt gebracht und wird damit schon als großer Google-Konkurrent gefeiert. Er ermöglicht die Identifizierung einer Person per Gesichtserkennung und das Wiederfinden dieser Person in den öffentlich zugänglichen russischen Netzwerk vk.com. Das ist sowas wie Facebook in Russland. Wenn man damit also Menschen im realen Leben fotografiert, macht man Matching und findet die dann sofort dort auf der Plattform wieder. Das gab es übrigens schon einmal bei Facebook selbst, nämlich eine Gesichtserkennungssoftware. Diese Gesichtserkennungssoftware anhand von biometrischen Daten ist dann allerdings verboten worden und Facebook hat sie wieder rausgenommen. Ich selbst habe Fälle betreut, in denen ein Ehemann seine Frau in flagranti knutschend in einer Kneipe erwischt hat über diese Gesichtserkennungssoftware. Er hatte also ein echtes Bild seiner Frau hochgeladen. Facebook hat alle Bilder rausgeschmissen, die von dieser Frau zu finden waren und ein Bild war eben knutschend mit einem anderen Mann. Das ist alles schon Jahre her, denn die Funktion gibt es nicht mehr, aber sowas Ähnliches, das macht jetzt eben FindFace aus Russland. Und der Künstler Igor Zetkov, der hat die App im März 2016 für eine Aktion genutzt. Er reiste durch die Öffentlichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und hat diese Bilder, die er dort angefertigt hat, ins Internet gestellt und verknüpft mit den vk.com-Accounts, also quasi den russischen Facebook-Accounts der Nutzer, die er gefunden hat. Es gab eine riesen Empörung und er hat aber gesagt, nein, ich wollte ja mit meiner künstlerischen Aktion darauf hinweisen, was das solche neuen Apps mit Privatsphäre und Daten machen. Diese Diskussion war ja noch auf einer sachlichen Ebene. Doch dann haben es einige Nutzer auf die Spitze getrieben. Sie sind auf Plattformen gegangen, auf denen Amateur-Pornofilme zu sehen sind, haben Screenshots von den Gesichtern der Laiendarsteller genommen, diese Screenshots mit FindFace abgeglichen und damit dann die echten Darsteller in dem Netzwerk vk.com gefunden und dann das soziale Umfeld angeschrieben und darauf hingewiesen, wisst ihr eigentlich, was euer Freund, eure Freundin macht? Die sind nämlich Amateur-Pornodarsteller. Antech Lab ist daraufhin angeschrieben worden, was dieser Missbrauch soll. Und die sehen keine Möglichkeit, diesen Missbrauch zu unterbinden. Sie sagen allerdings, wenn wir diejenigen, die da Täter sind, ausfindig machen, dann werden wir auch dagegen vorgehen und sie entsprechend zur Rechenschaft ziehen. Aber es ist natürlich gar nicht so einfach, da an die wahren Hintermänner ranzukommen, die dann eine Funktion wie diese missbräuchlich nutzen. Was meint ihr? Ist sowas in Ordnung, dass ihr jederzeit identifiziert werden könnt, alleine durch das Bild? Es ist ja viel dazu auch diskutiert worden, als es darum ging, dass die Google-Datenbrille, Google Glasses hieß sie, glaube ich, ich habe nicht wieder viel davon gehört, auf den Markt kommen sollte. Da sollte man ja Menschen nur angucken können und dann sieht man direkt deren Facebook-Profil. Das ist ja eine schöne neue Welt, weil man dann direkt in Kontakt kommt, schon direkt weiß, worüber man reden soll. Oder ist es nicht sogar nett, mal völlig unbefangen an einen Menschen ranzugehen, erstmal mit ihm ein bisschen zu quatschen und etwas über ihn herausfinden zu müssen über das Gespräch? Das ist ja eine kontroverse Angelegenheit. Sollen wir auch im Offline-Dating jetzt solche Apps nutzen können? Ja oder nein? Feuer frei für eure Kommentare. Ich bin sehr gespannt, denn das ist doch tatsächlich eine Funktion, die in Zukunft bestimmt noch verbreiteter werden wird. Ein, zwei, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.